Willkommen zurück hier bei Mass Effect 2. Wir sind hier in den Bezirken von Omega, in dem Quarantänebezirk. Und jetzt haben die Watcher bzw. das Blood Pack, wenn das jetzt stimmt, hier die Lebenserhaltungssysteme abgestellt. Und wir sollen jetzt zusehen, dass wir hier eben diese wieder aktiviert kriegen und somit auch dann das Heilmittel für diese Seuche verbreiten können. Hier ist noch ein Bankterminal. Können wir das hacken in Ruhe? Ja. Moment, ich muss mal einmal kurz husten, direkt zu Beginn der Aufnahme. Na toll. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, dann wollen wir doch mal eben schnell hier einen kurzen Speicherung machen und das Bankterminal hacken. Und wir brauchen zuerst weiß mit orange, dann blau. Das haben wir hier. Und jetzt brauchen wir grün mit lila. Das ist dieses hier. Und jetzt weiß und blau, das haben wir da. Wunderbar, hat das auch geklappt. Das läuft doch. 5000 Credits, die können wir immer gut gebrauchen. Schnell gespeichert das Vermögen, denn so schnell wie Geld kommt, ist es meistens auch wieder weg. Und hier höre ich schon eine Alarm-Sirene. Wir müssen nach links, also gehe ich nach rechts, also gehe ich zuerst nach links. Bitte, ich sage die Wahrheit. Ich arbeite in der Klinik für Morden. Ich bin gekommen, um Ihnen zu helfen. Wir wissen, dass Sie das Seuchenvirus verbreiten. Wir haben die Ampullen in Ihrer Tasche gesehen. Nein, die Ampullen enthalten das Heilmittel. Bitte, Sie müssen mir glauben. Vielleicht sollten wir Ihnen die Finger abschneiden. Das löst normalerweise. Achtung! Keine Bewegung! Noch einen Schritt und wir legen Ihren Freund um. Ich weiß, dass Sie Angst haben vor den Vorcha, vor der Seuche. Aber dieser Mann trägt daran keine Schuld. Wenn er das Virus verbreitet, was will er dann im Gebiet der Vorcha? Die sind dagegen immun. Er hat recht. Das ergibt keinen Sinn. Wenn wir den Gefangenen freilassen, können wir also gehen? Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Lasst ihn gehen. Sie haben bekommen, was Sie wollten, Mensch. Können wir jetzt gehen? Wir hatten einen Deal. Rechtschaffen hat bei Menschen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ja, wir sind halt immer für eine Überraschung Danke. Gut. Ich dachte wirklich, es wäre um mich geschehen. Hat Morden Sie auf die Suche nach mir geschickt? Der Professor könnte Ihre Hilfe gerade jetzt gut brauchen. Er hat zu viele Patienten und nicht genug Freiwillige. Ja, in Ordnung. Ich mache mich sofort auf den Weg. Vielen Dank nochmal. Ich schulde Ihnen... Naja, alles. Da haben wir doch direkt den Assistenten von Morden Solos gefunden. Siehste, immer ist es gut, mal auch abseits des eigentlichen Weges zu gucken. Und wir haben hier ein paar Leute, ein paar Leben gerettet. Ach, das freut mich doch. Puh, und jetzt schicke ich erstmal Jacob dahin. Und wir gehen hier hin und öffnen die Tür. Jawohl, da gibt es nämlich direkt schon wieder Ärger. Zack, da haben wir schon 5. Jawohl. Schnell durchpreschen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ihn getötet. Hobbit, falsch, tückisch. Wir können ihr nicht vertrauen. Bah. Ja, diese Watcher, die sind schon listige kleine Gesellen. Und da drüben gab es Munition. Ich rüste nochmal eben schnell auf. Boah, ich muss mich echt daran gewöhnen, dass ich auf Leertaste sprinte. Und nicht auf Shift. Ich kann nicht speichern. Nein. Was haben wir denn hier? Warning, low power. Das sind ja Aussichten hier. Nun gut. Wir werden mit allem fertig. Jacob. Miranda. Sichert die Tür. Gehe Richtung Deckung. Sehe doch da oben jemanden. Hahaha. Weggesnipert, Junge. Nicht mit mir.
Kommt da sonst noch wer? Erstmal nicht, ne? Dann gehe ich wieder zurück auf mein schönes Gewehr. So. Hier ist überall Munition. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich hab euch doch gehört, Freunde. Alles klar. Schicken wir erstmal die Miranda voraus. Aha, da wird schon wieder direkt mit Raketen auf uns geschossen. Wo ist denn der Kerl? Da hinten ist er. Boah, da kommen direkt zwei Raketen angeflogen. Haha. Und weg mit dir, Freundchen. Ich sollte Sniper werden. Das läuft doch hier. Und ich höre die Viecher sterben. Wo sind die denn? Natürlich. Feindbeschuss. Feindbeschuss von wo denn? Ich hab's. Da unten seid ihr. Ach, sagt mir das doch. So, immer in den Kopf, Junge. In den Kopf. Tot ist er. Da drüben, da können wir wieder ein bisschen einen auf Sniper machen. Und da ist schon wieder einer mit dem Raketengeschütz. So, weg. Fuckidi, fuck, fuck. Wo ist denn der hier? Da, erledigt. Fuck. Und weg. Ich hab sie. Und weg. Läuft doch. Läuft doch. Man muss nur wissen, wie. Lebe noch. Lebe noch, aber wer weiß, wie lange. Und hier ist noch einer. Zack. Auch den erledigen wir. Komm her, Freundchen. Da unten hin und her zu tänzeln, bringt nichts. Ist hier noch Munition? Munition, ah, Munition. Wunderschön, ah, wieder voll aufgerüstet. Ah, und jetzt können wir auch speichern, wunderbar. Dann haben wir diese Gefahr doch schon mal beseitigt. Ich guck zur Sicherheit, ah, ich will immer rennen aufs Schiff, das ist Wahnsinn. Ich lern's, glaube ich, nie. Dann gehe ich mal hier hinten runter. Die Gefahr von oben ist hoffentlich soweit gebannt. Zack. Da ist auch noch Munition. Nehmen wir auch noch mit. Wunderbest. Explosivcontainer. Auch hier hätten wir ordentlich mit Explosiva arbeiten können. Aber wir haben die lieber schön aus der Sicht. Da geht's also weiter. Mhm. Aus der sicheren Entfernung weggesnipert. Hat ja auch eigentlich ganz gut geklappt, ne? Als Sniper bin ich wohl doch zu was gebrauchen. Wir hätten uns auch genauso gut hier hinter verschanzen können und die hier vielleicht... und von hier aus erledigen können. Ja, wir haben das von oben gemacht. Ich hab's lieber, wenn man da ein bisschen Distanz zwischen hat, gern auch hochgelegen. Das weiß nämlich schon jeder Kriegsführer der gesamten, Geschichte, der mit Fernwaffen ausgestattet ist. Wenn man eine höhere Position hat, also sprich, wenn man da oben auf so einem Balkon ist. Ach so, das ist nur so ein Schild. Ich dachte, da oben wäre jetzt noch was. Hat man natürlich die besseren, dann hat man einen großen Vorteil, weil man dort oben A, besser von da alles überblicken kann. Und ein B, die Leute von hier unten, dort oben, dich deutlich schwerer treffen können, weil der Winkel einfach viel größer ist, kleiner ist oder was auch immer. Auf jeden Fall kann man dich von hier, kann man jemanden, der hier unten steht, wo wir jetzt stehen, da oben jemanden schlechter treffen, als wenn wir da oben gestanden hätten. So sieht's nämlich aus.
So. Oha. Und hier geht's. Los. Überrasch mich doch nicht so, Kleiner. Das macht man nicht. Ja, hör auf mit deiner Rakete, Junge. Bleib liegen. Dich will eh keiner. So. Hier auch einmal nachgeguckt. Hier ist alles clean. Wir müssen nach da oben hin. Ich gucke erstmal hier hinten entlang. Munition nehme ich mit. Siehst du wohl. Ersatzteile, 1000 Credits. Medizinkit nehme ich auch mit. Gut, dass man sich immer noch mal umguckt. Schaden kann es nicht. So. Wir sind in der Nähe der Umweltsteuerung. Wir bringen das Heilmittel rein und schalten die Ventilatoren ein. Besser ist es. Besser ist es. Aha. So. Was wollen die Kollektoren? Kollektoren wollen Seuche. Sie arbeiten für Doktor. Maschinen anschalten. Heilmittel in Luft bringen. Wir sie vorher töten. Ja. Gott, bist du hässlich, Junge. So. Da ist hier schon wieder so ein Typi. Wer schießt hier mit Raketen auf uns? Jacob, gehst du auch mal nach vorne hin? Geh mit Deckung. Der Typ da hinten schießt mit Raketen auf uns. Kann ich ja gar nicht gut heißen. Komm hier rüber. Ja, komm mal rüber da. So. Mhm. Verstanden. Bin direkt hinter Ihnen. Gehe in Deckung. Gehe in Deckung. Dann hopp, Leute. Ihr seid in Deckung, das ist schön. Energieversorgung muss hergestellt werden. Ach du Scheiße. Auch das kriegen wir hin. Aha. Goodie, 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 gut. Wir sollten uns hier aber trotzdem sehr vorsichtig bewegen. Speichern kann ich nämlich leider auch nicht. Hier irgendwas? Munition. Ah, meins. Und. Das Heilmittel ist drin. Sobald die Ventilatoren laufen, haben wir es geschafft. Kommt hier, verschanzt euch mal da. Miranda. Na, Jacob hat die Schrotflinte. Miranda kommt mal hier hin. Gehe jetzt runter. So, komm her hier. Bloodpack. Zack und zack. Dann kriegen wir diese Medaille doch auch noch. Analysiert. Es gibt zwei. Eine auf jeder Seite des Raums, in dem sie sich gerade befinden. So, komm her hier. Da oben sind welche mit Snipern. Weg. Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Weg. Komm, euch mache ich doch alle fertig. Komm her. Schnucki. Gute Nacht.
willst nicht, dann nicht. Wer nicht will, der hat schon. Das muss wehtun. Das muss wehtun. So, guck an hier. Bam. Weg ist der Typ. So viel dazu. Dann gehen wir jetzt erstmal hier runter. So. Ah ja. Bin dabei. Ich versuche hier nochmal eben schnell wieder einen auf Sniper zu machen. Plopp. Er lebt ja noch. Weg. Weg. Auch da können wir Abhilfe schaffen. Kopfschuss. Weg mit dir. Schnell in Sicherheit, eben schnell wieder unsere schöne Waffe genommen. Können wir jetzt speichern? Nein, können wir immer noch nicht. Aber da liegt Munition. Ah, Munition ist immer gern gesehen. Und westlichen Ventilator starten. Jetzt kommen da von da wieder welche. Jacob. Freundchen, du gehst da in Deckung. Miranda. Hier hin. Suche mir Deckung. Jungs, was macht ihr denn? Ach, Miranda ist schon hinüber. Was ist denn mit unserer guten Miranda passiert? Er lebt ja immer noch, die Drecksau. So. Und immer noch kommen welche nach. Das ist ja übelst. So, komm. Eine Runde Einigkeit. So viel Zeit muss sein. Bin direkt hinter ihm. Da ist Miranda, wunderbar. Woppa. So. Na. Woppa. Nix, ich werde nicht sterben, Junge. Nicht mit mir, Freundchen. So. Leg dich erstmal schlafen, Jungchen. Da ist ja noch einer. Wow. Ach, Jungchen, komm. Versaust dir nicht mit uns. Wir sind stärker als du. Bam, das war Nummer 7. Jetzt können wir aber hier, wa? Ist da oben noch einer? Ja. Der geht hoch. Komm. Komm, weg ist er. Oh, und hier ist ein Wind. Der leckt mir am Arsch. Hier ist soweit alles Klärchen. Ah, Gegenwind. Ah, oh, ist das windig hier. So, auch hier erstmal wieder Miranda, komm da hin. Jacob, du sollst da vorne hin. Bestätige. Schon unterwegs. Alter, die zerpflücken mir aber mein Schild hier ganz gut. Oh, jetzt erstmal ein bisschen Sicherheit. So, Schilde sind wieder aufgeladen. Komm her hier. Ziel am Boden. Ziel am Boden, du mir auch. Komm raus da.
Nein, mach den. Mach den. Gute Reise. Das hat wehgetan. Komm, zurückbleiben. Hier gibt's nichts zu sehen. So, dann haben wir uns auch hier auch erfolgreich zum zweiten Ventilator durchgekämpft. Auch den schalten wir ein. Meine Ventilatoren laufen. Das war's dann wohl. Jawohl. Ha, haben wir das doch erfolgreich hingekriegt. Umweltsysteme aktiviert, Virusdichte in der Luft sinkt, Patienten erholen sich, die Watcher ziehen sich zurück. Gut gemacht, Shepard. Danke. Auch ich möchte Ihnen danken. Diese Batarianer hätten kurzen Prozess mit mir gemacht. Für einen Moment dachte ich, sie würden sie erschießen, obwohl sie mich bereits freigelassen hatten. Ich habe versprochen, sie zu verschonen, wenn sie sie gehen lassen. Und ich halte meine Versprechen. Sie haben Gnade gezeigt. Riskant. Ich hätte sie erledigt. Professor, wie können Sie so etwas sagen? Sie sind Arzt. Ihr ganzes Streben besteht darin, Leuten zu helfen. Es gibt viele Arten, Leuten zu helfen. Manchmal heilt man Patienten, manchmal tötet man gefährliche Individuen. Beides hilft. Sehen Sie nach den Patienten. Es gibt viel Arbeit. Und denken Sie über meine Worte nach. Guter Junge. Etwas naiv. Er wird es lernen. Ich übergebe ihm die Klinik. Er müsste das schaffen. Jetzt, wo die Watcher weg sind. Wir haben die Seuche besiegt. Werden Sie uns nun dabei helfen, die Kollektoren aufzuhalten? Ja. Es ist unerwartet, mit Cerberus zusammenzuarbeiten. Viele Überraschungen. Muss nur noch die Arbeit in Klinik abschließen. Wird nicht lange dauern. Treffen uns bei Ihrem Schiff. Freue mich darauf. Ich werde mich kurz umsehen. Jawohl, da haben wir doch diese Mission erfolgreich beendet. Morgan Solost hat sich uns angeschlossen. Ich kenne Sie. Aus dem Apartment. Sie haben mich gefunden. Sie haben Morden von mir erzählt, stimmt's? Sie haben mein Leben gerettet. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal über unsere Spezies urteilen. Ich habe mich in Ihnen geirrt, Mensch. Ich habe mich in so vielem geirrt. Als ich Sie das letzte Mal gesehen habe, waren Sie zu schwach, sich zu rühren. Zwei von Morgans Assistenten haben mich gefunden. Sie gaben mir den Impfstoff und brachten mich hierher, sobald ich transportfähig war. Es waren Menschen. Aber trotzdem haben sie ihr Leben dafür riskiert, mich zu finden und in Sicherheit zu bringen. Es freut mich, dass es ihnen besser geht. Ich verdanke ihnen mein Leben, Mensch. Danke. Nicht zu danken, haben wir natürlich gern gemacht. Wir gucken uns noch einmal hier kurz in der Klinik um. Vielleicht gibt es ja mehrere nette Menschen, die uns noch bedanken, die sich bei uns bedanken wollen. Daniel? Ich kann nicht glauben, dass Morden das alles gesagt hat. Ich dachte, ich würde ihn kennen. Ja, manchmal lernt man Leute erst wirklich... Naja, manchmal kennt man Leute auch nach Jahren nicht wirklich. Also manchmal gibt es echt wirklich Seiten an jemanden. Diese Klinik hat mir während der Seuche Zuflucht gewährt. Vielleicht kann sie jetzt meine Hilfe brauchen. Ach, guck an, hier, die beiden Flüchtlinge haben es auch geschafft. Das freut mich doch. Danke, dass sie uns hergebracht haben. Danke, dass sie uns hergebracht haben. Vermutlich verdanken wir ihnen unser Leben. Kein Thema. Dafür sind wir doch da. Die Watcher sind weg. Da sollten die Blue Suns wieder die Kontrolle über den Bezirk übernehmen können. Dann wird wieder alles normal. Hoffen wir es doch. Es dürfte hart werden, wenn Morden weggeht. Hoffentlich vergisst hier niemand, was wir für den Bezirk getan haben. Ja gut. F gedrückt halten. Bleiben. Zurück zur Normandy. Weggehen. Komm, wir gehen zurück zur Normandy. Stufenaufstieg. Juhu. Missionszusammenfassung. Dr. Morn Solos hat das Team für den... Überaus präzise. Wunderbar. Sturmgewehr mehr Schaden. Finde ich auch super. Medigil. Wunderbar. Gesamtverdient 48.000 Credits. Wunderbar. Und 1000 Element Zero haben wir gefunden. So lässt es sich doch leben. Was kommt nun? Ein Ladebildschirm. Ein überaus schön gestalteter Ladebildschirm. Willkommen auf der Normandy, Professor. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, sehr aufregend. Cerberus arbeitet mit Aliens zusammen. Unerwartet. Erweitert der Unbekannte etwa sein Spektrum? Weg vom menschzentrischen Weltbild? Sie sind sehr gut informiert. Regierung der Salarianer unterhält viele Beziehungen.
Experten für Spionage. Hatte früher selbst Geheimhaltungsfreigabe für höchste Stufe. Bin jetzt im Ruhestand. Höre immer noch das eine oder andere. Kenne nur den Namen, weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt. Hat den Ruf, gegen Aliens zu sein. Problematisch. Belügen Sie sich nicht selbst, Professor. Für den Unbekannten kommen die Menschen nach wie vor an erster Stelle. Aber diese Mission ist zu schwierig, um sie alleine zu meistern. Die Kollektoren entführen Kolonisten der Menschen in den Randbereichen des Terminusgebiets. Keine gewöhnlichen Entführungen. Für gewöhnlich brauchen sie mich nicht. Ganze Kolonien verschwinden spurlos. Es gibt keine Notsignale und keinerlei Hinweise auf irgendeinen Angriff. Es gibt praktisch keine Beweise dafür, dass überhaupt etwas Ungewöhnliches passiert ist. Außer, dass sämtliche Männer, Frauen und Kinder verschwunden sind. Vielleicht Gas? Nein. Verbreitet sie müssen hier nicht rumsitzen und raten. Wir haben Proben von einer der betroffenen Kolonien. Sie sollen sie analysieren und herausfinden, wie die Kollektoren es angestellt haben. Ja, natürlich. Proben analysieren. Werde dazu ein Labor brauchen. Auf dem Kampfdeck befindet sich ein vollständig eingerichtetes Labor, Professor Solus. Wenn etwas fehlt, füllen Sie bitte ein Anforderungsformular aus. Wer spricht da? Pilot? Nein. Synthetische Stimme. Emotionaler Tonfall simuliert. Könnte es... Nein. Vielleicht. Muss fragen. Ist es eine VI? Dieses Schiff verfügt über eine virtuelle Intelligenz. Eine VI an Bord? Nichtmenschliche Crewmitglieder? Cerberus muss verzweifelter sein, als ich dachte. Die Kollektoren haben Zehntausende von Kolonisten entführt. Wir tun alles, was nötig ist, um sie zu finden und die Sache zu beenden. Ja, natürlich. Können nicht riskieren, wie die Kolonisten gefangen zu werden. Müssen Technologie identifizieren und neutralisieren. Brauche Proben. Wo geht's zum Labor? Folgen Sie mir, Professor. Ja, und somit haben wir ein neues Crewmitglied. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Forschung freigeschaltet, Forschung freigeschaltet. Forschungsterminal, können wir jetzt irgendwas hier? Waffen-Upgrades? Sturmgewehr, Schaden. Wir brauchen Iridium, ja, das können wir uns leisten. Waffen-Upgrades. Durchschlag, Erfordert Sturmgewehr-Schaden-Upgrades nochmal. An Iridium wird es nicht mangeln. Panzerungs-Upgrade, Medikapazität. Forschen wir auch. Haben wir sonst noch was? Traumamodul. Einigkeit hält ihre Gruppe auf volle Gesundheit. Das wäre natürlich richtig genial. Ja, Medikapazität schon weiter. Habe ich doch. Verstehe ich nicht so ganz. Und fortschrittliches Forschung. Was haben wir denn hier? Aufspalten. Schädigt das Nerven- oder System, synthetische System eines Energieentzug. Und wir sonst noch Neuralschock dominieren. Unterzieht einen organischen Falt einer Gehirnwäsche, sodass er dazu gezwungen wird, seine Verbündeten anzugreifen. Ist natürlich auch sehr nice. Bei organischen Zielen wandelt absolvierte biotische Energie. Das Dominieren ist eigentlich ziemlich genial. Macht einen organischen Feind durch Schmerzen handlungsunfähig. Aber das funktioniert auch nur bei organischen. Saukinetische Barrieren. Ah, was nehme ich denn da jetzt? Regeneriert die Gesundheit des Biotikers, wenn die Kraft gegen organische Lebewesen eingesetzt wird. Ah ja. Erhöht den Schaden an Panzerung und Gesundheit. Ich bleib einfach erstmal hierbei. Was haben wir hier noch? Ansonsten Munition für schwere Waffen. Forschung nehmen wir natürlich auch mit. Haben wir hier sonst noch was? Den Raketenwerfer. Erforschen wir natürlich auch. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Fortgeschrittenes Training nur noch.
Und ansonsten war es das hier auch. Upgrades untersuchen, ja. Ja, ich glaube, das ist soweit alles. Dann labern wir nochmal kurz mit Morden. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Natürlich. Seuche auf Omega eingedämmt. Viel Zeit, um Informationen über die Kollektoren zu analysieren. Beeindruckende Laboreinrichtung. Habe es vermisst, für finanzstarke Organisationen zu arbeiten. KI ist besonders hilfreich. Die beste Einrichtung seit meiner Arbeit bei der Special Task Group. Wie kommt Ihr Assistent Daniel zurecht? Ziemlich gut. Alles ist sicher. Die Seuche ist weg, die Gegend wieder ruhig. Hab ihm für alle Fälle die Sicherheitsmacs dagelassen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Außerdem mag ich keine Macs. Zu laut. Wurden bei der STG nie eingesetzt. Sie sagten, Sie waren bei der Special Task Group. Was für Forschung haben Sie da gemacht? Nicht einfach nur Forschung. Mehrere Aufklärungsmissionen. Geheim. Sehr riskant. Diente unter einem jungen Captain namens Kirahi. Habe die Genophage der Krogana untersucht. Habe Wasser- und Gewebeproben von korganischen Kolonien entnommen. Kihari, den haben wir doch getroffen. Ich meine, auf Burmeier war das doch. Ich habe mal mit einem STG-Captain namens Kirahi gearbeitet. Sein Team hat mir geholfen, Sarens Klonanlage auf Würmeier zu zerstören. Hab schon gehört, dass er dabei war. Improvisierter Sprengstoff? Er hat ja auch mit wenig Ressourcen immer den Job erledigt. Guter Captain. Allerdings ein ziemlich harter Hund. Seine Durchhalteparolen waren großartig. Stellung halten. Mir ist Job erledigen und dann ab nach Hause lieber. Ist vermutlich militärischer Stolz. Jargon. Gegen die Brust schlagen. Nichts für ungut. Warum hat die STG die Genophage untersucht? Kroganische Rebellionen waren blutig und gefährlich. Fast so schlimm wie die Angriffe der Rachni. Alle Spezies entwickeln sich, passen sich an, mutieren. Wenn die Wirkung der Genophage nachlässt, muss man vorbereitet sein. Worauf hat sich die STG vorbereitet? Militärische Pläne für wahrscheinliches Bevölkerungswachstum der Kroganer. Politische Szenarien für verschiedene Angriffspunkte. Die Genophage reduzierte die Zahl der Kroganer. Aggressivität der Spezies nicht unter Kontrolle. Bevölkerungswachstum hätte katastrophale Folgen. Die STG hat die kroganischen Rebellionen überwacht, mussten bereit sein, dasselbe zu tun. Einfache Aufklärung, kein Grund zur Sorge. Was können Sie mir über die Genophage sagen? Biowaffe, entwickelt von salarianischem Wissenschaftsteam, vor über 1000 Jahren von Turianern gegen Kroganer freigesetzt, um kroganische Rebellionen zu beenden. Befällt jede Zelle des kroganischen Körpers, oftmals irrtümlich als Sterilitätsseuche bezeichnet. Korrigiert in Wahrheit den Prozentsatz erfolgreicher Schwangerschaften, um die hohe Geburtenrate der Kroganer auszugleichen. Führt zur Stabilisierung des Bevölkerungswachstums auf vorindustriellem Niveau. War nett, mit Ihnen zu reden, Morden. Muss zurück an die Arbeit. Studien betreiben. So viele Daten. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Das finde ich vorbildlich, dass du hier bist, wenn wir sie brauchen, wenn wir dich brauchen, Morden. Und ich würde sagen, stellen wir mal kurz ins Licht. So, dann sehen wir den Commander auch ein bisschen besser. Ja, fortgeschrittenes Training. Ja, ja, ja. Mikroscanner, alles klar. Würde ich sagen, machen wir hier wieder eine kurze Folgenpause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen rauf geben oder abonnieren. Ihr kennt das Spielchen ja, wie das läuft. Müsstet ihr eigentlich alles wissen, wie es geht. Und ich wünsche euch noch wie immer einen schönen guten Morgen, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video gucken mögt. Und bis dahin sage ich dann alles Gute, bis zur nächsten Folge. Euer Bugs, tschüss.